Mist! Nicht anders als ein Fünfjähriger, wenn ich mich mal so äußern darf. Ach, die Papiere werden schon wieder auftauchen. Es ist immer dasselbe. Ach, also ihr habt sie genommen, was? Was ist das? Die Funktionsweise eines artesischen Brunnens? Die Bostoner Teesteuer war gerechtfertigt, erörtere. Das sind nicht meine Papiere. Nein, das sind unsere Hausaufgaben für die Ferien. Er schickt diese armen Kinderchen einfach zu wildfremden Leuten. Und wieso? Nur weil er angeblich Ruhe braucht. Ruhe von wegen. Na, habt ihr sie schon gefunden? Aber eins verstehe ich nicht. Onkel Quentin ist angeblich so super schlau. Praktisch ein Genie. Und dauernd verliert er was. Im Gegensatz zu seinem hat mein Gehirn die Größe einer... Erbse. Und ich verliere nicht alle zwei Wochen was. Friede. Hier brauchen Sie nicht zu suchen. Ihre Papiere sind nicht in meiner Küche. Geh doch lieber in dein Arbeitszimmer zurück, Quentin. Gönn dir einen Augenblick Ruhe und denk nach, wann du sie zuletzt... Denk nach! Liebling. Oh, da ist sie ja. Na, endlich. Wer? Wer ist da? Das ist Mrs. Lehman, Schatz. Hat sie meine Papiere, Francis? Nein, sicher nicht. Sie kommt, um die Kinder zu holen. Du weißt doch, sie werden ein paar Tage bei ihr bleiben. Ein Jammer. Oh, ich dachte, du wolltest unbedingt Ruhe vor. Nein, ich meinte, dass die Frau meine Papiere nicht hat. Ich hoffe, Sie wissen, worauf Sie sich einlassen, Mrs. Sie haben meine Papiere verschosselt. Er ist heute nicht besonders umgänglich, fürchte ich. Also, erzählen Sie mir von Ihrem Enkel. Wilfried, er ist recht sonderbar. Und er ist auch nicht besonders umgänglich, fürchte ich. Ich hoffe, er wird sich mit Ihrer Tochter und Ihren Cousins verstehen. Wilfried. Am besten, ihr geht gleich hin und sagt Hallo und ich mache uns Tee. Hallo! Hey, was soll das? Was fällt euch ein? Das kann ja was werden. Vermutlich seid ihr die Görn, die Großmutter zu uns eingeladen hat. Ganz genau. Hallo. Ihr habt ein tolles Haus. Ich habe keinen Nerv auf euch. Also macht eine Fliege. Wie gastfreundlich. Kein Wunder, dass du keine Freunde hast. So ein Blödsinn. Ich habe haufenweise Freunde. Hier, den zum Beispiel. Oh, toll. Hast du noch mehr von solchen Freunden? Waren sie in einer Mappe? Was hatte die für eine Farbe? Wie soll ich das wissen? Rot? Grün? Nein, gelb. Ratte! Ah! Die hat Angst vor Ratten. Hast du das gehört, Snowy? Sie hat Angst vor dir. Willst du dir mal meine Käfer ansehen? Nein, danke. Wie wär's mit meiner Raupe? Hau ab, Mensch! Hey, ich bin hier zu Hause und nicht ihr. Okay, ich hole meine Kreuzotter und meine Ringelnatter und dann werdet ihr rennen. Du wirst rennen, du Kotzrotten! Was ist denn hier los? Fiese Zicke, ich wollte ihr nur... Geschieht dir wirklich recht? Donnerschlag, Anne, ich hab dich total unterschätzt. Ihr haltet mich alle für eine Memme. Oh, wie könnten wir das? Meine Schwester ist eine Tigerin. Denkt denn kein Mensch auch mal an mich? Wie heißt sie? Die Insel da. Von manchen wird sie Flüsterinsel genannt. Andere nennen sie Geheimnisinsel. Geheimnisinsel? Da soll es einen flüsternden Wald geben. Und wimmernde Klippen. Klippen will man nicht. Ein paar Mal sollen Menschen in ihn gefahren und nie wiedergekommen sein. Wow. Es kursieren alle möglichen Gruselgeschichten. Warst du mal da? Himmel, nein. Jedenfalls ist es Tierschutzgebiet geworden. Ich dachte, das wäre nach deinem Geschmack. Ist es auch. Wisst ihr, Tierschutz ist Tierschutz und die Eigentümer wollen die Natur bewahren. Und du bist voll dafür, oder? Ja. Ich finde, sie sieht gar nicht so gruselig aus. Ihr habt doch nicht vor, darüber zu fahren. Immerhin ist Tierschutz Tierschutz. Wenn ich doch mein Boot hier hätte. Wir könnten uns eins mieten, wisst ihr? Wer ist hier zuständig? Ich. Mein Name ist Billy. Wollt ihr ein Boot? Ja, bitte. Wir wollen zu der Insel rudern.
Das solltet ihr lieber bleiben lassen. Wieso denn? Flüsternde Bäume. Wimmernde Klippen. Wenn ihr mich fragt, da spukt es wie verrückt. Ich finde, wir sollten nicht fahren. Memme, ich dachte, du hättest dich in einen Tiger verwandelt. Der schmiert euch nur an. Die Einheimischen hier sind alle viel zu abergläubisch. Wisst ihr, ich habe keine Angst. Was ist? Ich komme wohl doch lieber mit. Nur damit ihr nicht auf der ganzen Insel rumtrampelt und alle Tiere erschreckt. Klasse, fahren wir! Ich bin erledigt. Am Ende. Halleluja. Halleluja! Timmy! Meine Güte! Die Strömung ist ganz schön heftig. Billy hätte uns warnen müssen. Ich hätte euch das auch sagen können, aber auf mich hört ihr ja nicht. Jedenfalls muss sie gedreht haben, bis wir zurückfahren können. Hört da! Das Flüstern. Die Bäume flüstern wirklich. Das habe ich doch gesagt. Shh, hör doch. Ich finde, wir machen erst mal einen Rundgang. Kommt. Hey, wartet auf mich. Komm, Tim. Furchtbare Flüstern. Seht nur, Timmy gefällt es ja auch nicht. Er wittert Gefahr. Ich glaub wohl eher ein Kaninchen. Er darf hier nicht herumwildern. Tierschutz ist Timmy, wie man sieht, ziemlich schnuppe. Oh, Würstchen. Ich hab Kohldampf. Du hast immer Kohldampf. Aber wo kann er die aufgespürt haben? Im Wald? Nein, du Idiot. Wie kommen die Dinger hierher? Es betritt doch nie jemand die Insel. Weißt du, vielleicht war jemand... Wo bist du? Schnell, Mann! Komm, Timmy. Darüber! Schnell, Mann! Wer war das? Die sahen aber nicht sehr vertrauenerweckend aus. Ich hab gedacht, hierher kommt keiner. Hab ich auch gedacht. Da lang! Lasst uns zurückfahren. Würde ich auch sagen. Kommt, wir fahren zurück. Memme! Sind wir in der richtigen Bucht? Ja, sind wir. Hier sind unsere Sachen. Das Wasser ist gestiegen. Wir hätten das Boot weiter raufziehen müssen. Sitzen wir aber mächtig in der Tinte. Ich hab's doch gesagt. Quatsch nicht. Dauernd den gleichen Mist. Ob wir es schaffen, rüber zu schwimmen? Vergiss es. Die Kerle wissen zumindest nicht, dass wir hier sind. Bald werden sie es wissen. Hm.
Hier finden sie uns nie. Aber wir können hier doch nicht übernachten. Was ist das? Und Julian? Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Es sind aber Kunstwerke. Aber was haben Kunstwerke in einem Tierschutzgebiet zu suchen? Ich dachte, darauf hättest du auch eine Antwort. Die wiegen bestimmt eine Tonne. Diese großen Männer vorhin. Da! Sieht aus wie die Überreste eines alten Gebäudes. Da ist auch ein Brunnen. Toll, ich komme um vor Durst. Mann, ich auch. So ein Mist aber auch. Was ist denn? Der Eimer liegt ganz tief unten. Da ist eine Leiter. Ich klettere runter und hole ihn. Oh, sei vorsichtig, Dick. Lass das Seil runter, Julian. Wir können nicht mal Hilfe holen, wenn ihm irgendetwas passiert. Okay, komm rauf. Alles in Ordnung da unten? Ich hab was entdeckt. Was denn? Weiß nicht genau. Sieht aus wie eine Tür. Nein, doch, es ist eine Tür. Dick? Dick, sag doch mal. Wow. Oh, wow. Wie bitte? Da waren Statuen, Gemälde und lauter altes Zeug. Die wurden wahrscheinlich im Keller der Ruine aufbewahrt. Nein, sie waren alt, aber nicht so alt. Und wie kommen sie dahin? Jedenfalls nicht dadurch. Ein anderer Eingang. Es gibt bestimmt noch einen. Was wollen wir jetzt tun? Nach Hause fahren. Das geht jetzt aber nicht. Sag mal, Anne, wo ist der Tiger? Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich gehe die Natur erkunden. Bist du verrückt? Wir haben Schatz entdeckt. Hier muss es sehr viele Tiere und Vögel geben. Und sie sind bestimmt ganz zahm. Wildtiere werden bloß durch menschliches Verhalten scheu. Ich möchte sie gern sehen. Wilfried, komm zurück! Die Männer! Was hast du hier zu suchen? Wie bist du hierher gekommen? In einem Boot. Wer war bei dir? Wer war dabei? Niemand. Ehrlich nicht. Ich bin allein. Wer es glaubt, wird selig. Ehrlich, ich schwöre. Sehen Sie, ich bin ein Tierfreund. Und ich wollte nur die Tiere beobachten. Pack jetzt deine Ratte wieder ein und dann verkrümel dich dahin, wo du hergekommen bist. Geschneit, such dir dein Boot, du Würstchen. Und ab durch die Mitte. Oh nein! Die wimmernden Klippen! Beweg dich, Mann! Das geschieht dir recht. Wir haben dich auf der ganzen Insel gesucht. Wo warst du denn? Hast du eine Giraffe gefunden? Außer euch erleben auch noch andere Abenteuer. Sie müssen irgendwo da drüben sein. Da! Gut, ich gehe vor. Wenn die Luft rein ist, pfeife ich und dann kommt ihr mir nach. Ich wünschte, ich wäre der Älteste. Immer geht er vor. Immer gehen Jungs vor, meinst du wohl? Also los! Los!
Quentin, ruf doch jetzt mal Mrs. Lehman an. Warum denn? Du hast mir und Joan Vorwürfe gemacht, dass deine Papiere weg sind. Aber die Kinder hast du am schlimmsten behandelt. Findest du? Glaubst du nicht, Schatz, du solltest dich entschuldigen? Vielleicht war ich etwas brummig. Weißt du die Nummer auswendig? Francis, die Nummer ist 1, 2, 3, 4, 5. Also die kann sogar ich mir merken. Wir sind da. Die Statue. Seht nur. Seht mal das Porträt. Mann, ein Bronzeadler. Typisch, du findest doch überall Tiere. Wilfried, diese beiden Männer von vorhin müssen doch schnell verstecken. Wo steckst du wieder? Schnell, Mann, das Boot ist unterwegs. Fang mit dem Kleinkram an. Gut, nimm du die da, ich hol den Rest. Los, kommt da raus! Aber plötzlich, komm her! Lassen Sie mich los! Aua! Du schon wieder? Was hast du hier zu suchen? Wir sind ganz zufällig hier. Zufällig? Das war der größte Fehler eures Lebens. Wir haben viel zu tun. Pack an! Wird's bald! Ah ja. Um euch Rotzberger kümmere ich mich später. Die Kinder sind noch nicht wieder da und Mrs. Lehman macht sich langsam Sorgen. Also los, Francis. Wir fahren zu Mrs. Lehman. Ich rufe uns ein Taxi. Wenn den Kindern etwas zugestoßen ist. Kinder, das hat uns noch gefehlt. Was soll's? Wir haben zu viel erreicht, um uns von den Belgern behindern zu lassen. Es kommt sie bestimmt bald jemand zu. Hör zu, es ist eine Lieferung. Niemand wusste, dass wir das Zeug hier aufbewahren. Und niemand weiß, dass wir es heute Nacht verschiffen werden. Hoffentlich hast du recht. Natürlich habe ich recht. Bis sie die Belger gefunden haben und ihr Geplapper mit den gestohlenen Kurzschätzen in Verbindung bringen, sind wir... In Brasilien am Strand. Völlig zwecklos. Aber wir können entkommen. Seht nur. Na klar, der Brunnen. Schnell, kommt mit. Ich geh vor. Na, was denn sonst? Werden die doch platzen, wenn wir verschwunden sind. Los, Anne, du als Nächste. Und dann du, Wilfried. Oh nein! Was ist? Die Leiter. Mit Timmy auf dem Arm kommst du da nie raus. Ich werde nicht ohne Tim gehen. Niemals. Ich bleib bei dir. Wir treffen uns am Strand. Wir lassen es einfach drauf ankommen. Und wenn... Der ist erstmal fertig. Und die Knarre ist da auch los. Komm jetzt, wir machen schnell eine Fliege. Erklären. Tu, was ich sage. Timmy. Hilfe! Hilfe! Er ist gestolpert und hat sich verletzt. Was zum... Hey! Hey, mach die Tür auf! Mach die Tür auf! 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 Komm, wir suchen die Anker. Geräusch. Ich kann gar nicht einschlafen. Es ist nur ein Geräusch, Anne. Wenigstens sind wir erstmal vor den beiden sicher. Und mit etwas Glück werden wir morgen früh gefunden. Oh, ich hoffe, es ist Ihnen nicht zugestoßen.
Billy, wenn du uns doch nur gleich geholt hättest. Keine Sorge. Wie ich Anne kenne, wird sie Essen gekocht haben. Wie ich Julian und Dick kenne, haben sie schon ein Lager errichtet. Und wie ich George kenne... Ganz genau. Ich verstehe immer noch nicht, wie sie rausgekommen sind. Durch die Tür. Nein, das waren nur zwei. Und der verfluchte Köter. Das Schiff ist inzwischen weg. Wir sind am Ende. Hey, sieh mal, hey! Es kommt bestimmt bald jemand. Billy wird sicher Großmutter einweihen. Naja, wir sind ziemlich sicher, weil die beiden eingesperrt sind. Ich hoffe nur, sie finden den Durchgang zum Brunnen nicht. Lauf! Timmy! Schnell! Idiot, du hast sie laufen lassen! Nichts wie weg! Wohin denn? Wir sind auf einer Insel! Lauf doch! Stehen bleiben! Wisst ihr, diese Kunstschätze hatten sie aus ganz England zusammengeklaut. Sie hatten sie auf der Insel gehortet und die zum Tierschutzgebiet erklärt, damit niemand kommen konnte. Außerdem dachten wir alle, dass es dort spukt. Raffiniert. Jedenfalls, die Polizei hat das Schiff abgefangen, das die beiden Männer nach Brasilien bringen sollte. Und natürlich auch die Kunstwerke. Und dank unserer kleinen Tigerin verbringen die Strolche jetzt ein paar Jahre im Kätchen. Bravo! Nun ja, so viel dazu. Quentin. Ist etwas mit dir, Tantchen? Oh nein, ganz im Gegenteil, nicht Quentin? Ich habe die Papiere. Er hat die Papiere gefunden. Bloß verbummelt, hä? Oh ja, er hat die Papiere gefunden. Und jetzt möchte er euch allen etwas mitteilen. Stimmt's, Quentin? Hätten überall sein können. Hätten sie natürlich, sie waren es aber nicht. Hab ich recht, Quentin? Auf meinem Schreibtisch. Und? Es tut mir leid. So, zu euren Hausaufgaben. Ein artesischer Brunnen. Oh nein, lass uns bloß nicht über Brunnen reden.